Hallo und herzlich willkommen, liebe Producer, in einem kleinen Jahresrückblicksvideo von uns. 2020 geht zu Ende, vermutlich als eines der turbulentesten Jahre, das viele von uns erlebt haben. Für uns alle war dieses Jahr geprägt von den Auswirkungen der größten Pandemie seit über 100 Jahren. Und es gab für alle große Einschränkungen, aber besonders auch Künstler und Musiker sind davon betroffen. Uns haben in diesem Jahr viele bewegende Geschichten erreicht, aber nicht nur Fälle, in denen Menschen ihren Job verloren haben durch die Pandemie, sondern auch Stories über Künstler, die neue digitale Wege für sich gefunden haben und damit neue Möglichkeiten entdeckt haben. Und für viele Menschen ist durch die Lockdowns und durch die Arbeit zu Hause auch plötzlich wieder Platz entstanden für alte und für neue Hobbys. Wir haben in diesem Jahr ganz besonders viele Menschen bei ihren ersten Schritten in die Musikproduktion begleiten dürfen. Und meinhomestudio.de ist in diesem Jahr zu einer richtigen Plattform für Musiker und Produzenten geworden. Wir sind euch super dankbar für all eure Unterstützung in diesem Jahr, für eure vielen kreativen Ideen und eure zahlreichen motivierenden Worte. Wir haben auch im nächsten Jahr Großes vor und hoffen natürlich, dass ihr dort wieder mit dabei seid. Ich möchte das heutige Video gern mal nutzen für einen Rückblick zu all dem, was dieses Jahr bei uns passiert ist. Starten wir mal hier auf unserem YouTube-Kanal. In diesem Jahr sind hier ganze 84 Videos entstanden. Der Großteil davon sind wie immer unsere Tutorials aus allen Bereichen der Musikproduktion, aber wir hatten dieses Jahr zum Beispiel auch verschiedene Musikvideos, wie hier im Januar kam Nie laut genug heraus und dann hatten wir später im April das Video zu Ideen für 100 Leben. Die Skyline färbt sich dunkelrot, die Stadt schläft, ich bin ruhelos, ich hab Ideen für 100 Leben. Außerdem gab es in diesem Jahr 9 Livestreams hier auf dem Kanal, in dem wir also gemeinsam mit euch Musik produziert haben. Und ich lasse einfach mal laufen, ja? Mal schauen, was passiert. 3, 2, 1 und go. Und wir haben auch einige unserer Aktionen und Meilensteine hier mit Videos dokumentiert. Zum Beispiel hier der Auszug aus unserem alten Studio. Und der Einzug in das neue Studio, in dem seitdem Matthias, Jo und ich gemeinsam arbeiten. Nach der Erbe kommt die Erbe. Kein Zweifel, kein Stauchen, so motiviert. Das war für mich eines der ganz großen Highlights in diesem Jahr. Was gibt's denn Schöneres, als mit seinen Freunden gemeinsam arbeiten zu können? Ja, und inzwischen haben wir uns hier auch wunderschön eingerichtet und eingelebt. Und genau um diese Zeit, nämlich Ende Februar, ist auch unser Free-Member-Bereich auf meinhomestudio.de online gegangen. Also ab dem Moment gab es den ersten Member-Bereich bei uns. Ja, und einen Monat später ist dann der Pro-Member-Bereich dazugekommen. Und inzwischen gibt es über 2000 Member, die diese Plattform hier aktiv nutzen, sich Videokurse anschauen und die verschiedenen Downloads für ihre Produktion mitnehmen. Mach die Ideen zu Musik. Ich baue den Beat, den Beat, den Beat. Hier gibt's also unter anderem Instrumente und Samples zum Download, Infografiken und auch verschiedene E-Books, zum Beispiel vom Beat-Magazin, mehrere Demo-Projekte aus verschiedenen Genres und auch verschiedene andere Downloads, die einem beim Mixen oder beim Schreiben von Songtexten helfen können. Die meiste Arbeit steckt hier aber definitiv in unseren Videokursen und Workshops. Insgesamt sind 2020 4 Workshops dazugekommen und wir haben ganze 6 Videokurse produziert und insgesamt hat die Plattform jetzt über 200 Lektionen. Audio-Visualizer, eine der besten Möglichkeiten, um deine Musik auf Videoplattformen interessant zu positionieren und damit deinen Markenwert als Künstler weiter hervorzuheben. Außerdem sind in diesem Jahr wieder neue Instrumente für Halion Sonic SE dazugekommen, nämlich diese drei hier in der Mitte, Herringbone, Merlin und Damn. Dafür haben wir also viel Zeit mit dem Sampling, dem Sounddesign und der Programmierung verbracht und tatsächlich gibt es zu jedem dieser Plugins auch ein Video hier auf dem Kanal. Ja, außerdem haben wir in diesem Jahr wunderschöne Projekte gemeinsam mit dem Beat-Magazin umgesetzt. Das größte davon war vermutlich der Producer-Wettbewerb 100 Songs, 1 Melody, der über ganze 3 Monate lief. Dafür hatten wir euch eine Melodie vorgegeben und ihr habt daraus eure eigene Musik produziert. Und insgesamt sind dabei tatsächlich 100 verschiedene Musikstücke entstanden, die ebenfalls hier auf dem Kanal gebündelt zu finden sind. Das war wirklich ein wunderschönes Projekt und ich freue mich darauf, auch im nächsten Jahr wieder Aktionen wie diese veranstalten zu dürfen.
Apropos Beat-Magazin. Ein großes Highlight für Matthias und mich war auch, dass wir Mitte des Jahres die Serie Power Producer Cubase übernehmen durften für das Beat-Magazin. Seitdem erscheint also jeden Monat ein Workshop von uns zu einer besonderen Produktionstechnik aus Cubase. Und auch auf Facebook ist in diesem Jahr viel passiert. Wir haben großen Zuwachs bekommen, haben inzwischen über 3300 Mitglieder in unserer Facebook-Gruppe zur Musikproduktion. Also auch hier treffen sich zahlreiche Producer und tauschen sich hier aus zu Fragen zur Musikproduktion und Produktionstechniken. Und wir haben auch in diesem Jahr an zahlreichen Produktionen mitgearbeitet, zum Beispiel mit unserem Mixing- und Mastering-Service. Hier hat unser Team also in ganz vielen verschiedenen Genres arbeiten dürfen und wir freuen uns über die vielen Projekte, in die wir hier involviert waren. Außerdem konnten wir in diesem Jahr zahlreiche Produktionen durch unser kostenloses Mix-Feedback unterstützen, indem ihr uns also euren abgemischten Song im Member-Bereich zugeschickt habt und wir den analysiert und euch ein Feedback per E-Mail geschrieben haben. Ja, das waren wohl die großen Highlights in diesem Jahr. Wow, das ist schwer zu prozessieren, dass all das in einem Jahr passiert ist und wir sind euch von Herzen dankbar, dass ihr uns dabei begleitet habt und hoffen natürlich, dass es auch im nächsten Jahr so bleibt. Es wird auch dort wieder jede Menge spannende Videos, Aktionen und Videokurse geben, von denen ihr natürlich auch hier auf dem Kanal erfahrt. Wir als Team wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch in ein glückliches, kreatives und gesundes Jahr 2021. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!